Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 5. Part 7. Und damit geht's auch direkt los. Ja, fertig. Ja, im sechsten Part haben wir ja die Fledermaus erledigt. Ja. Wir sind immer noch auf dem Weg zu Irving. There's a high probability that Irving is on his way to an oil field in the marshlands. We're rejoining Delta Team and heading there now. Understood. I've got company. They don't let her, do they? Do what you gotta do to stop them. But don't get too trigger happy or the guns will overheat. If that happens, we'll be an easy target until they cool down. Und nicht die ganze Zeit drücken, ne? Weil irgendwann überhitzt die. Ja. Manchmal musst du auch was drücken. Ja, ich hab was drin. Ich musste auch gerade drücken. Wir können auch von rechts und von links kommen. What does all this have to do with Ouroboros? You go to him. They didn't see him. Looks like the only way we're getting answers is from Irving. Das ist ja eine wilde Geballerei hier. Ah, ich bin über dir. Okay. It's gonna get bumpy. Hang on. Ist auch wow, gut. Ja, ich musste A festhalten. Ja, ich auch. Okay, wir haben ein bisschen Leben verloren. Nicht schlimm. Auf an links. Ich sehe das nicht. Ich kann das nicht treffen. Dann mach du die Typen. Scheiße, überhitzt, fuck. Na gut. Perfekt. Oh, überhitzt. Hast du? Ja. Ich hatte festgehalten. Ich auch. Ja. Oder drücken, ganz oft. Weiß nicht. Oh. Ach du Scheiße, von rechts. Links ist auch, sind auch welche. Ja. Muss ich auf jeden Fall um die Autos kümmern. Ja, rechte ist down, jetzt mach ich den linken. Nein, überhitzt! Von mir teleportieren sie sich manchmal voll weg. Ja. Ups. Oh, puh. Ich hab gedacht, wir werden explodiert. Nee. Zum Glück musst du nicht fahren. Hahaha. Witzig. Oh, von rechts. Scheiße, der will uns von der Straße bringen. Schieß auf ihn drauf. Hab ich getan. Perfekt. Boah, Mann, kann der die Karre nicht mal ruhig halten? Ja, wir sind ja fast im Untergrund, mal. Guck mal. Ladevorgang.
Ha. Das war knapp. Würde ich auch sagen. Guck mal, sie schlafen alle. Ups. Oha. Ich darf schießen. Ich auch. Also voll drauf halten. Ja. Pass mal auf, die Waffe kann auch überhitzen. So, warte, jetzt öffnet sich ein Parasit. Okay. Und den musst du abschießen. Okay, du nimmst am besten den linken. Okay, ich nehme den rechten. Und die Fässer, wenn es geht, nicht abschießen. Okay. Jetzt zum Beispiel, wenn er den Stein werfen will. Hat ja viel gebracht. Ja, haben wir leider zu spät gemacht. Weil wir müssen zu Parasiten. Meiner ist down. Meiner auch gleich. Jetzt. Perfekt. Lecker. Ich halte die Typen mal gerade aus. Das war knapp. So, jetzt öffnet er sich wieder. Okay. Kannst du eigentlich auch ruhig auf das Fass schießen, ne? So. Alter, was? Boah, Junge. Musst du dich eigentlich auch durch? Ich schieb das auf, ich mach das einfach. Wow, jetzt B, boah, das war fies. Einer noch. Sehr gut. Ist wieder so ein fettes. Komm. Gib ihm den Rest. Bah. Boah. Die waren noch schon bei Resident Evil 4 so übertrieben. Der hat aber einen schönen Gürtel.
Mit dem. Mit viel Deko, mit dem Menschen ja. dran. Echt. Ich glaube, der steht nochmal auf, oder? Ja, wenn der große Parasit tot ist, dann nicht. Genau, du gehst nicht alleine. Jeden Fall. Chris, wait! I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. You sure about this? A second ago you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. Now let's get moving. Yay! Beendete das Kapitel 2 von 3. Boah, ich habe nur bei Präzision schlechter als es. Ja. Sie können die Akte Magini im Archiv einsehen. Ah ja, ist klar. Ja, dann weiter. Verwalten? Ja, wir haben ja nichts gekriegt, ne? Aber jetzt können wir, glaube ich, auch. Jetzt haben wir auch, können wir auch eine neue Pistole kaufen, guck mal. Warte, wie viel macht denn meine Schaden? 190? Ich muss gucken, ob sich das überhaupt lohnt im Moment schon. 140? Ne, ich hol die noch nicht, die neue. Ich benutze noch erstmal die alte. Weil ich noch kein Geld habe, um die neue dann aufzurüsten. Weißt du? Okay, Moment. Ich verkaufe die. Was bringt die denn? Meine. Die ist nee, gut. Die du verkaufst. Was bringt die? Die ist 6000. 5000. Hab ich jetzt. Ja, okay, dann kann ich kaufe ich die neue. Gibt's denn sonst noch? Elektroschock. Hier, wenn du mal guckst. Elektroschockgerät. Das ist das, wenn du keine Muni mehr hast, kannst du damit auch angreifen. Das ist so wie ein Messer. Ist aber ziemlich schwierig am Anfang. Kann ich auch noch nicht nehmen. Das Inventar verwalten. Das sind jetzt erstmal verbessern. Das ist mal Kapazität. Kapazität hoch. Und dann Schaden. Wenn du willst, kann ich dir das noch geben. Nicht genügend Geld. So, ich habe eine Highspray zur Sicherung. Ich habe auch ein Highspray. Erste-Hilfe-Spray habe ich. Gut. Ja. Du hast ja schon 3 Waffen. Ich bekomme jetzt auch noch eine neue Waffe hier. Das ist die Magnum. Okay. Dann gibt es später noch Raketenwerfer oder Granatwerfer. Nee, ich bin erstmal zufrieden mit denen, die ich habe. Schau. Weil, wenn du eh Granaten hast, brauchst du ja keinen Granatwerfer. Ja, du kriegst ja sowieso immer die Granaten. Ich glaube, die Level haben wir noch gespielt zusammen. Und danach ist Blind. Kommt danach noch viel? Ja.
Es geht bis Kapitel, ist ja jetzt 2-3, ne? War? Geht bis Kapitel 5. 5 Ende. 5-6. Wesker. He was a top official with Umbrella, the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then we've been trying to track him down. Then a few years ago we got a tip from a reliable source. The whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. Voll den Cheater, ey. Matrix. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA? There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. But together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. Wuhu! Los geht's! Ich will eigentlich zocken. Yay! Oh, habe ich direkt die richtige Waffe in der Hand. Lass mal Karte wieder anmachen. Kein Auto mehr, Autofahren mehr. Tafel des Bestien. Soll ich aufheben? Warte, stopp! Ja, ich brauch. Ich wollte eigentlich die Waffe. Oh, Maschinenmuni. Nee, das brauch ich gar nicht abzuschießen. Nee, einsammeln. Okay. Löcher eines BSAA-Agenten. Eine Tragödie. Eine ungelesene Nachricht auf dem PDA. Bericht. Bla 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 und bla 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 und weiter und bla 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 bla. So, wir müssen nämlich jetzt zu dem Punkt auf der Karte. Da müssen wir diese ganzen Puzzle, ja, die wir da eingesammelt haben, die müssen wir dahin bringen. Aber wir können ja auch mal die anderen Inseln da. Mach mal Turbo, komm, hau rein. Ein bisschen Gummi. Du musst da links, ne? Ich kann erstmal die anderen Sachen einsammeln. Zu dem Punkt. Dazwischen. Ja, ja.
da können wir auch erst hingehen, damit, wenn wir alles haben. Guck mal, hier ist vielleicht jetzt so eine mittlere Insel. Gucken wir mal, was da ist. Ist irgendwo ein Schatz oder so? Ja, ein totes Huhn. Oh. Ich hab was gefunden. Ein Schatz? Lass die Hühner mal in Ruhe. Und noch ein Skarabäus. Hier Schrotmoni. Da oben. Da ist eine. Ah, hier hoch. Handgranate. Lass mal die Muni. Ich hab die ganze Zeit. Bestimmt Hühner. Irgendein Spitzhorn. Special. Irgend so ein hier, ich hab zwei Eier gefunden. Das bestimmt. Haben wir noch irgendwo ein. Ich esse jetzt mal ein Ei. War da oben auf dem Aussicht? Ja, war noch? Das auch. Nee, hab ich aufgemacht, da war nur Geld. Und weiter. So, dann gehen wir jetzt mal geradeaus. Siehst du eigentlich, wie ich zurückgucke? Nee. Oh nein. Pass auf, hier sind Krokodile. Lauf mir einfach so hinterher. Oh ja, pass auf, dass ich der, dass ich das Krokodil nicht erwischt. Scheiße. Pass auf. Ich lauf dir genau hinterher. Das war knapp. Hilfst du das nicht auf? Mein Dings ist voll. Komm mal her. Nö, warum geht das denn nicht? Geht das nicht? Das ist ein rotes. Nein, du kannst kein nur rot nicht machen. Hast du da noch was? Ja. Hier. So, haben wir schon die zweite Tafel. Zurück zum Boot. Alles klar. Ja, pass auf, ne? Boah, hier ist ein Schatz. Ich hab ihn. Ich bin hinten beim Boot. Alles klar. Weiter geht's. Kontrollpunkt. Oh nein. Gleich lernen wir eine neue Art von Gegnern kennen.
Gehirn. Oh, ein goldenes Ei, heb das auf. Schmeiß das rote Kraut weg. Weil das goldene Ei ist genauso wie ein Safe Spray. Okay. Das regeneriert dich direkt komplett. Hier ist Schrotmuni. Ist was für dich. Na, was passiert denn jetzt hier? So. Wenn da die Tafel drin ist, hebt die nicht auf. Nein. Guck mal. Dann hebt auf. So, hier ist dann die Tafel drin. Oh mein Gott. Ich bleib dann da oben, ja? Ja, bleib da oben. Versuch zu snipern. Hier ist die Tafel drin. Ich hab eine Brand und eine... Ja, warte. Wo, von wo kommen die denn? Die Handgranate hab ich hier. Die kommen von geradeaus. Von der... Eingang. Hier von der dem kleinen Eingang. Eingang. Ja. Und manche kommen auch hier aus den Häusern dann schon gesprungen. Ja? Mach. Ups. Ja, das arme Huhn. Welche, ne? Da hinten kommt keiner mehr. Da kommt wieder einer mit Schild. Hinter dir. Schieß auf die Füße. Ach du Scheiße, nein, jetzt kommt der Typ. Hast du noch irgendwas gegen den? Ja. Ich halte die anderen vom Leib. Nachladen. Vorsicht, der ist rechts von dir. Alle anderen sind auch down, da. Ja. Alles klar. Weil die Typen sind übelst schwierig. Die können springen wie... Nicht zufällig. Ich wollte gerade fragen, Gewehrmuni. Deswegen ist es einfach nur wichtig, später diesen Stab zu haben. Warum? Wirklich. Das ist so übertrieben. Das, wenn du wirklich keine Muni mehr hast.
Ja, aber wenn irgendwann. Ich dachte, das ist echt schwierig manchmal. So. Jetzt können wir doch dahin, oder? Oder brauchen wir noch ein Stück? Brauchen, ja, glaube ich, noch eine. Rechts. Gehen wir es mal hier in so einen geheimen Gang. Und da finden wir. Finden wir? Oh, Raketenwerfer. Den nehmen wir, und wenn wir gleich das Kapitel beendet haben, tun wir den ins Inventar. Den nehmen wir dann für den Endgegner. Eine Patron. Mehr kann man auch nicht mehr holen. Ist ein Schuss. Nee. Man kann zwar nur kaufen, aber ist auch wieder nur ein Schuss. Oh. Oh, oh. Und ich muss da. Du jetzt. Genau. Ach nee, nee, nee. Ich muss ja da würden, da werden die abgeholt. Hey, einmal. Da waren wir. Genau. Nicht. Dort oben, genau. Da müsste das letzte sein. Wo muss ich denn hier anlegen? Hier. Geradeaus. Hier. Oder ist es das? Nein, da oben ist noch was. Ich glaube, wir haben schon alle. Wir müssen jetzt nur gleich. Ist das das letzte? Guck mal, ich bleib so lange hier unten. Ich kann sogar ins Wasser springen. Vielleicht gibt's hier einen Schatz. Ist noch ein Kelch. Ah, hier haben wir. Käfer. Perfekt. Na gut, dann müssen wir da zurück. Dann haben wir da schon alle. Na dann, go! Ja. Bist du zu weit gefahren? Jo. Ah, siehst du da, wir haben die Karte aufgehoben, da müssen wir noch hin. Okay. Hurry up! Dann fahr ich da mal ganz schnell. Oh, oh, wir sind ja richtig rum. Ganz viel Gefühl. Mhm. Oha. Wo sind wir denn jetzt endlich hier, Mann? Eingepackt. Schaut, die habe ich eben schon ausgepackt. Alles klar. Ups. Wenn du den Scheiße, die kommen ja jetzt schon. Ich dachte erst, wenn man den Schatz aufhebt. Schild. Jetzt habe ich ein Problem. Aua, 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 aua. Schnell, Vorsicht. Benutze am besten so normal die Pistole, außer wenn da so Schildtypen sind. Hier ist das letzte Pass. Oder? Ist es das? Nein. Doch, Tampe. Nimm. Aua.
Vorsicht, raus hier. Renn raus hier. Wir müssen weg hier. Wir müssen die Stelle, wo wir nur von einer Seite angegriffen werden können. Wow. Warte, ganz am Anfang. Ich bin unterwegs. Geh zum Anfang. Da können die nur von einer Seite kommen. Ja. Also die springen jetzt darüber. Hast du Schroti? So, jetzt brauchst du wieder, kannst du eine Pistole jetzt nehmen. Bleib mal stehen. Warum kann ich dir das nicht geben? Ich kann dir das nicht geben. Doch jetzt. Gut, haben wir gut überstanden. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir irgendwas vergessen haben. Guck mal hier in dem Gebäude. Ja. Genau, weißt du eigentlich, wie viele Minuten du schon aufnimmst? Das wird ein sehr, 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 sehr langer Part. Merke ich gerade. So, und weil das so langer Part ist, würde ich jetzt hier gerne beenden. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Part von Resident Evil 5.